So Leute, nach fast 4 Jahren ist es jetzt soweit. Heute Abend um 23.30 Uhr wird der Platin-Tag losgehen. Es sind jetzt 252 Platins vorbereitet. Mindestens 248 sollten eigentlich auch überhaupt kein Problem darstellen. Es gibt 2 PS3-Spiele, die vielleicht ein bisschen kniffliger werden könnten. Und dann noch 2 Move-Spiele, wo ich generell gucken muss. Also ich habe Move noch gar nicht angeschlossen und getestet. Deswegen kommen die auch als allerletztes, quasi wenn noch Zeit ist. Zeittechnisch sollte es, wenn keine großen Fehler passieren und irgendwie random Mist mir Sachen kaputt macht, eigentlich auch, sollte es alles gut funktionieren. Wie gesagt, 23.30 Uhr geht der Stream los. Erste Platin sollte dann eigentlich pünktlich um 0 Uhr getriggert werden, damit wir halt möglichst viel schaffen können, beziehungsweise eigentlich alles. Und ich habe mir eine Liste gemacht, wo quasi die Reihenfolge drin ist, nochmal so ein paar Stichpunkte für die wichtigsten Hinweise. Das ist alles super vorbereitet, Spiele sind schon vorsortiert hier, also die Hüllen, dass ich quasi die in der richtigen Reihenfolge nur noch einlegen muss. Und ich habe natürlich hier meinen Kumpel Yannick auch die ganzen 24 Stunden oder den ganzen Platin-Tag auf jeden Fall dabei, der mir da auf jeden Fall auch zur Seite stehen wird. Der wird mir auf jeden Fall auch die Koop-Trophäen machen, die... Wenn ich da irgendwie eine Splitscreen-Trophäe offen gelassen hatte, oder der wird mir vor allem auch beim Organisieren mit Diskwechseln und dem ganzen anderen Kram helfen. Das Ganze hat auch funktioniert, also ich habe das jetzt mit OBS hinbekommen, dass ich quasi 2 Konsolen gleichzeitig streame und quasi immer zwischen den Konsolen hin und her schalten kann per Knopfdruck. Hab dann noch ein Overlay eingebaut mit den erreichten Platins und so, also das sieht auch top aus. Quali für Stream auch wunderbar. Wie gesagt, ein Recording gibt es dann davon eigentlich auch noch parallel. Da muss ich halt gucken, was qualitechnisch besser ist, ob ich den Stream dann einfach danach die Aufzeichnung davon public mache. Ich habe auf jeden Fall mega Bock. Ich hoffe mal, dass alles klappt und hoffe natürlich, dass der ein oder andere auf jeden Fall am Start sein wird. Ist mir natürlich sicher bewusst, dass viele Leute von euch nicht schon nachts am Start sein werden. Sei denn vielleicht Leute, die jetzt noch Ferien haben, möglicherweise. Und, natürlich, morgen ist vielleicht der eine oder andere auch noch auf der Gamescom. Das hat, ja, der Termin, den hätte man jetzt im Nachhinein vielleicht ein bisschen besser legen können. Sollte aber allerdings hinhauen. Mehr brauche ich eigentlich gar nicht sagen. Ich weiß auch gar nicht, was jetzt groß im Hintergrund lief. Wahrscheinlich nur irgendwas Kurzes. Wie gesagt, schaut vorbei, ist hier auf dem Channel. Ist auf jeden Fall auf der Startseite, bekommt ihr hoffentlich eine Abo-Benachrichtigung. Und ja, bis dann, haut rein. Securing Charlie. Friendly airstrike on the way. Friendly mob incoming. Charlie secure.